Wir haben nur wenig Munition. Der Feind rückt vor, Sir. Dann ziehen wir uns zurück, stoßen zu den anderen und sichern ihren Kopf. Hinrichtung von Patrioten verhindern. 3 Stück. Ich weiß zwar nicht wie, aber gut. Wir müssen los, jetzt! Mach die Rotröcke nicht feuern! Zurück zu den anderen! Ich erledige das! Okay, so geht das also. Okay, das war Nummer 1. Oha, da hinten stehen sie auch schon überall. Boah, aber wie viele? Ich kann das alleine. Das hättest du wohl gerne. Hast du gesehen, wo der hingeschossen hat? Nach oben. Ja. In die Luft. Aber mit einer Dingens 2 Leute gekillt. Da vorne ist ja auch wieder eine Hinrichtung. Niemand! Achtet nicht auf die Rohrdrücke! Geht zu den anderen! Niemand! Das ist echt krass, die schießen einfach, ne? Ob das jetzt Feind oder Freund ist. Ja, ich denke mal, die können es dann einfach nicht mehr beeinflussen. So, jetzt noch sprinten. Aber wir haben 3 von 3. Ja, scheine ich alles geschafft zu haben. Und hier stehen unsere Leute, guck dir das an. Und jetzt bin ich froh, dass ich einen neuen Rechner habe, weil ich glaube, das wäre ziemlich knifflig geworden mit den anderen. Ja. Gut gemacht, mein Freund. Ihr habt heute viele Leben gerettet. Connor? Charles Lee hat dich verraten. Er erzwang einen Rückzug mitten in der Schlacht, in der Hoffnung, die Niederlage kostet deine Männer das Leben und dich das Kommando. Was? Ich bin sicher, du wirst ein Märchen von ihm hören, dass er in Unterzahl war. Oder dass es an mir lag. Alles Lügen. Ich sage es dir ein letztes Mal. Dieser Mann ist dein Feind. Und er wird nicht ruhen, bis du tot oder entehrt bist. Connor könnte recht haben. Lee verhielt sich wirklich äußerst merkwürdig auf dem Schlachtfeld. Ich werde diesen Anschuldigungen sofort nachgehen. Die Zeit dafür ist längst vorbei. Wir müssen sehr gründlich sein. Sonst sind wir nicht besser als unser Feind. Mal ganz zu schweigen von den politischen Konsequenzen. Entscheidest du dich, Lee das Leben zu schenken, so werde ich es ihm nehmen. Genieße deinen Sieg, Commander. Es ist der letzte, den ich dir gebe. Oh oh, der wird leicht böse. Ja. Das Einzige, was mir auffällt, ist, dass wir schon sehr, sehr lange nicht mehr als Desmond gespielt haben und da die Geschichte gar nicht mehr weitergegangen ist. Das stimmt. Erinnerungssequenz beendet. Das war Sequenz Nummer 10. Jetzt darf es dann gerne noch weitergehen. Ja, sag ich doch. Man muss nur meckern. Es ist was passiert, Desmond. Abstergo hat dein Dad. Wo? Italien. Da, wo sie auch dich festhielten. Worauf wartet ihr noch? Los! Da ist noch mehr. Hallo nochmal, Mr. Miles. Ich hoffe, Sie sind gut gelaunt. Oder so gut wie möglich, den Umständen entsprechend. Es scheint, wir haben beide etwas, was der andere will. Ich schlage einen Tausch vor.
Bringen Sie mir den Apfel und Ihr Vater wird unbeschadet zurückkehren. Lehnen Sie dies ab, kehrt er auch zurück, aber sicherlich nicht ganz so unbeschadet. Ich vermute, Sie möchten diese Möglichkeit doch lieber vermeiden. Aha. Ich wusste immer, dass es dazu kommt, nur nicht so bald. Ich frage mich, ob Abstergo überhaupt weiß, was passieren wird. War das schon immer Teil Ihres Plans? Wollen Sie das Ende der Welt? Zuschauen, wie alles verbrennt? Dann hätten Sie Ihre neue Welt, reif für einen Neuanfang. Wir sprachen von einer weiteren Energiequelle. Ihn dazulassen, das wäre in seinem Sinn, unsere Mission zu beenden. Aber ich kann nicht. Es ist schwer genug zu töten, aber jemand sterben lassen? Wenn man weiß, dass man es verhindern kann? Keine Chance. Vielleicht riskiere ich mein Leben. All unsere Leben, um ein Arschloch zu retten. Aber was soll ich sonst tun? Das Arschloch ist mein Dad. So wie Haysom, ne? Ja. Die wissen, dass ich hier bin. Die wissen Bescheid. Das war eine schlechte Idee. Man muss das nur mal ansprechen und schon spricht man wieder Desmond. Ja. Mich hat das schon gewundert, dass man so lange nichts mehr von dem hier gehört hat. Guck mal, wie die uns angucken. Das ist irgendwie unheimlich. Hinter Gittern, sag ich nur. Ihre Waffen bitte und kommen Sie mit mir, Sir. Ich bin selbst da rein. Vielen Dank. Es muss doch nicht hässlich werden, Mr. Miles. Lassen Sie mich durch. Bändigen Sie das Objekt mit. Oha, wollen wir denn noch einmal die Klinge? Es muss nicht hässlich werden. Nö. Aber die wollten es ja nicht anders. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir den falschen Apfel geben. Oder gar keinen. Ich finde nur lustig, dass der so seelenruhig da reingeht. Wie, nein. Wo ist mein Vater? Sie werden ihn bald sehen. Jetzt seien Sie brav und warten Sie auf die Signal. Du musst den Rest des Weges klettern. Da hat er wohl richtig Bock drauf. Ach da. Hold on. Wir müssen ihn finden. Er kann nicht weit sein. Wo ist er? Schon gut. Ich aber. Na komm. Zack, zack. Der hat auch keine schlechten Moves drauf, wa? Alter Falter. Ja, so geht das dann hier ab.
Hier sind noch ein paar. Boah. Oha, übers Geländer drüber. Zack. Komm, du auch. Oh, ne. Lol. Wie geil sah das denn aus? Guck mal. Voll der Gummimann. Komm, du Gummimensch. Oh, jetzt kann ich ihn nicht mehr bewegen. Da hinten sind noch mehr, oder was? Kann ich nicht irgendwie durch die Bäume durch? Wieso muss das eigentlich so hässlich werden? Die wollten es nicht anders. Na komm. Wollt ihr das wirklich bis zum Ende durchziehen, ja? Anscheinend. Irgendwie sehen die Models hier so ein bisschen glitchy, ne? Mhm. Ein bisschen komisch aus. Hm, hier da. Kann man da drüber? Nein. Die Tür da an der Wand? Kannst du da? Hier? Hoch? Auch nicht. Irgendwie nicht. Ich glaube, du hättest dich dann irgendwie danach festhalten können. Ja, vielleicht muss ich auch oben drüber. Da kommen wir ja her. Oder vielleicht da rein. Ah. Gib mir den Apfel. Zieh es nicht in die Länge. Du kannst nirgendwo hin. Und ich habe eine Pistole. Ich habe ein Messer. Ein Buttermesser. Apropos. Wir sind im 21. Jahrhundert und du läufst immer noch mit so einem winzigen Messer herum? Das ist dumm. Okay, Desmond. Game over. Nicht jetzt! Nicht jetzt! Es gibt noch mehr zu tun! Nein! Hau ab! Was geht mit dem? Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Hier ist doch ein Animus, guck mal. Mhm. Soll ich dem jetzt hinterher? Leg dich schlafen, du Sackgesicht. Hier, bam. Oha. Ich würde von... ich würde von dem gerne mal die Faustkampf-Moves sehen. Können wir mit dem auch Faustkampf? Ne. Hey, bleib stehen. Alles klar. Genug ist genug, Mr. Mann. Ich habe Sie im Geist der Zusammenarbeit eingeladen. Aber Sie danken mir meine Gastfreundschaft nur mit Gewalt. Ich hoffte, wir könnten Sie schon aus Ihren Erinnerungen weiter studieren. Aber Sie sind den Ärger nicht wert. Oh, guck mal, der kann auch so klettern, der andere. Ja. Aber was für eine Gastfreundschaft, wenn ich mal fragen darf. Ja. Als ob wir den Apfel mit dabei hätten. Ja. So dumm kann ich mal selbst Ubisoft sein. Hm, ich bleib einfach mal hier oben drauf. Aber der kann echt verdammt immer auch so gut klettern, der Typ, ja. Was soll ich denn jetzt mit dem machen? Soll ich den jetzt fangen oder was? Keine Ahnung. Der läuft doch hier im Kreis. Ich muss das bekämpfen. Ich lauf jetzt mal mit hier drunter. Jetzt aber. Wo ist Bill?
Büro liegt vor dir.